Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Freitag. In der nächsten halben Stunde haben wir ein exklusives Interview mit dem Allgäuer Silbermedaillengewinner Johannes Ritzek aus Sotschi für Sie. Außerdem erwarten Sie diese Themen: Internationales Weißwurstfrühstück. Schüler in Immenstadt organisieren ungewöhnliches Integrationsprojekt. Alte Bräuche lebendig halten. Startschuss für Kompetenzzentrum der Süddeutschen Schützen und auf der Suche nach des Pudels Kern. Probe zu Goethes Faust des Theaters Kaufbeuren. Aus der Heimat vertrieben wegen der Religion, der politischen Überzeugung, den unsicheren Lebensverhältnissen. Man kann sich gar nicht vorstellen, was die Flüchtlinge durchmachen mussten, um ins sichere Deutschland zu gelangen. Sie kommen aus Ländern wie Syrien, Afghanistan oder Pakistan und suchen hier eine neue Heimat. Doch die neue Kultur, die fremde Sprache und leider oft auch jede Menge Vorurteile machen den Neubeginn nicht gerade leicht. Im beruflichen Schulzentrum gibt es seit dem aktuellen Schuljahr eine Klasse speziell für Asylbewerber und Flüchtlinge. Um sie in der neuen Schule in Immenstadt willkommen zu heißen, wurde heute ein ganz besonderer Vormittag für sie organisiert. Bergkäse, Brezen, alkoholfreies Bier und Weißwürste. So kann ein zünftiges Frühstück im Allgäu aussehen. Wer nicht aus Bayern kommt, muss sich daran oft erst noch gewöhnen. Große Augen gab es deshalb auch heute früh in Immenstadt. An der Berufsschule gibt es seit September eine Klasse für Asylbewerber und Flüchtlinge, kurz BAF. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Ägypten, Nigeria oder Sierra Leone. Damit sie sich besser einleben können, hat die Klasse der Einzelhändler für sie einen Vormittag voller Allgäuer Eigenheiten geplant. Auch solche Tage wie heute helfen, die Schüler zu integrieren. Dann wissen die Auszubildenden, was sind das für welche. Und andersrum können wir Kontakte knüpfen, sodass auch das Deutsch sprechen, das Deutsch lernen auf diese Art und Weise ermöglicht wird. An verschiedenen Stationen sollen die Schüler der BAF-Klasse Allgäuer Traditionen und Lebensmittel kennenlernen. Als eine besondere Überraschung schlüpft eine Schülerin sogar in ein Klausenhäs. Interessierte, aber etwas ungläubige Gesichter bei den Asylbewerbern. Hier prallen offensichtlich Kulturen aufeinander. Die Schüler der BAF-Klasse haben in der letzten Woche bereits ihre Heimatländer vorgestellt. Da haben die Flüchtlinge für uns ihre Länder vorgestellt. Auch wie wir es jetzt hier machen mit so Stationen, und das lief eigentlich echt super. Also es war nie so, dass jemand irgendwie sich nicht traut hat, was zu fragen. Also war echt gute Stimmung. Ja, doch, und die waren total offen. Also ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass die eher so zurückhaltend und schüchtern sind, aber war überhaupt nicht so. Also sie sind gleich auf einen zugegangen und haben erzählt. Ja, und mit der Sprache, also die konnten alles sehr gut Englisch und das hat alles passt. Seit September gehen die 18 Asylbewerber und Flüchtlinge in Immenstadt zur Schule. Sie sollen hier Deutsch lernen und Unterstützung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz oder einer Ausbildung erhalten. Die Vorstellungen der Jugendlichen gehen dabei weit auseinander. Wir haben einen Schüler aus Syrien, der stand kurz vor dem Englisch-Staatsexamen in Syrien. Der muss jetzt Deutsch lernen, dass er hier bei uns sein Englischstudium fertig macht. Sehr interessiert sind viele an den Kfz-Ausbildungsberufen. Aber auch Gastronomie. Ich stelle fest, sie kochen alle sehr, sehr gerne. Und da lassen wir uns überraschen. Ich denke, das ist noch eine Findungsphase. Nach einem halben Jahr kann man wenig sagen. Im nächsten Schuljahr soll noch eine weitere Klasse mit Flüchtlingen und Asylbewerbern in Immenstadt gebildet werden, damit die Jugendlichen trotz des Verlusts ihrer Heimat die Chance auf eine neue Zukunft erhalten können. Kein Dorf ohne seinen Schützenverein. Das Schützenwesen ist seit Jahrhunderten fest im Allgäu verankert. Dieser Tradition will man nun in Illerbeuren gerecht werden. Mit dem Bau eines Kompetenzzentrums der Süddeutschen Schützen auf dem Gelände des Schwäbischen Bauernhofmuseums. Ziel soll eine stärkere gesellschaftliche Einbindung des Schießsports und seiner langen Geschichte sein. Wir haben uns die Pläne in Illerbeuren angesehen. Mehr als 7000 historische und moderne Exponate rund um den Schießsport in Schwaben umfasst das Schützenmuseum in Illerbeuren. Bisher hatte es in einem ehemaligen Pfarrstadel außerhalb des Schwäbischen Bauernhofmuseums ein Dornröschen-Dasein gefristet. Das soll sich nun ändern. Gestern fiel der Startschuss für das Kompetenzzentrum der Süddeutschen Schützen. Darin soll das Spezialmuseum integriert werden. Dieses Schützenmuseum liegt bisher außerhalb des eigentlichen Museumsgeländes und das soll nun nach innen in das Museumsgelände hineinkommen.
Und damit das nicht nur ein Museum bleibt, es soll ja auch so etwas werden wie eine geistige Heimat für die Schützen, sollen dort Schulungen und solche Sachen stattfinden. Aus der ehemaligen Sägehalle soll ein modernes, multifunktionales Gebäude werden. Neben einem großen Schulungsraum umfasst es die Exponate des alten Schützenmuseums auf 3 Etagen und 750 Quadratmetern. Das Kompetenzzentrum soll dabei nicht nur Schützen ansprechen, es soll allen interessierten Besuchern die Aspekte des traditionellen Sports näher bringen. Die wir ansprechen wollen, sind natürlich die ganz normalen Museumsbesucher. Denn die Schützen sind da keine abgesonderte Gruppe, sie gehören zur Gesellschaft dazu und haben über Jahrhunderte hinweg natürlich in der Gesellschaft entscheidend prägend mitgewirkt. Und das soll Thema sein. Also es geht nicht nur um die Schützenvereine oder so etwas in diesem Museumsbereich, sondern um die ganze Tradition der gesellschaftlichen Entwicklung mit Blick auf die Schützen. 4,7 Millionen Euro kostet die Umsetzung des Projekts insgesamt. Knapp 750.000 Euro kamen dafür aus der LIDA-Förderung. Noch im Dezember gab es auf dem Bezirkstag in Irsee moralische Bedenken, ob einer Sportart, die durch Amokläufe in der Vergangenheit viele negative Schlagzeilen gemacht hat, überhaupt ein eigener Museumsteil gewidmet werden soll. Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert aber sieht darin eine Chance, das Schützenwesen wieder in ein positives Licht zu rücken. Ich glaube, dass unsere Schützen, Sportschützenvereine in ganz Schwaben, die es ja seit Jahrhunderten gibt, in jedem Dorf gibt es die, eher einen Beitrag dazu liefern, dass bewusstes Umgang mit der Waffe auch sozusagen zu pflegen ist. Und wenn man heute Amokläufe sieht, dann entstehen die in Amerika irgendwo aus irgendwelchen Gründen, meistens von Leuten, die geistig verwirrt sind, die auswegslos sind, aber mit diesen Themen gar nichts zu tun haben. Aber ich glaube, damit kann man ein Stück weit positives Bild von den Schützenvereinen zeichnen, dass genau hier Geselligkeit, Tradition gepflegt wird. Und dies ist in Schwaben ein hoher Bestandteil unserer Kultur, in der Vergangenheit, aber sicher auch in der Zukunft. Mit dem Bau begonnen werden soll bereits am 1. April diesen Jahres. Anfang 2016 wird das Museum dann allen Schießsportinteressierten die Türen öffnen. Ein Schießbetrieb selbst soll in dem Kompetenzzentrum allerdings nicht stattfinden. In Memmingen ist eine ältere Frau ausgeraubt worden. Die Einzelheiten haben wir gleich für Sie in Kompakt. Jetzt einschalten. Das neue RSA Radio. Schon gehört? Neu im Radio. Der beste Musikmix aus 4 Jahrzehnten. Das neue RSA Radio. Einzigartig in Europa. Das Online-Gymnasium des privaten Abendgymnasiums Nürnberg. Die Weiterbildungsplattform für Menschen mit Handicap. Egal ob seelisch oder körperlich beeinträchtigt, mit unserem virtuellen Klassenzimmer führen wir Sie bis zur allgemeinen Hochschulreife. Informieren Sie sich jetzt. www.abendgymnasien.de. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.allin.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilien.allin.de. Die Meldungen vom 21. Februar 2014. In Memmingen haben zwei junge Männer heute Mittag versucht, einer älteren Frau die Handtasche zu stehlen. Einer der beiden lenkte die 84-Jährige ab und bat sie um Geld. Der andere versuchte, ihr die Tasche zu entreißen. Weil die Seniorin diese aber ganz festhielt, gelang ihm das nicht. Die Frau kam allerdings zu Fall und verletzte sich. Die beiden Männer flüchteten ohne Beute. Der eine Täter war etwa 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und hatte dunkle, vermutlich glatte, nackenlange Haare. Er trug einen königsblauen, leichten Anorak. Sein Mittäter schien wie 13 Jahre, er war sehr schlank und hatte eine kindliche Figur. Er trug eine dunkelgraue oder schwarze Schildmütze. Aufgeklärt ist mittlerweile der Überfall auf eine Bank in Opfenbach. Dabei hatten die Täter im November letzten Jahres rund 50.000 Euro erbeutet. Die beiden Männer waren damals in die Bank gestürmt und hatten die Angestellten mit der Attrappe einer Pistole bedroht. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 29-jährigen Deutschen und einen 24-jährigen Vorarlberger,
der bereits ähnliche Taten begangen hatte und vor der Tat aus einer Untersuchungshaft geflohen war. Die beiden haben sich anscheinend erst kurz vor dem Überfall kennengelernt. Endspurt für den Theresienhof. Bürgermeister Paul Jakob hat sich heute Vormittag einen Überblick über den Baufortschritt des neuen Einkaufszentrums in Füssen verschafft. Noch ist das Gebäude eine Baustelle, doch schon im Frühjahr soll es zahlreiche Kunden in die Füssener Innenstadt locken. Ich glaube, das Einkaufszentrum ist als Einrichtung für die Stadt Füssen ganz wichtig, weil wir dadurch manchen Bewohnern der Stadt und aus der Region den Weg nach Kempten oder nach Kaufbeuern ersparen. Füssen ist ein Mittelzentrum und ich denke, ein Mittelzentrum braucht so eine Einrichtung. Wir bekommen gute Geschäfte da herein und die sind alle fußläufig erreichbar und die Region konzentriert sich wieder auf Füssen. Optisch orientiert sich der Neubau am benachbarten Sparkassengebäude der Stadt. Mit rund 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf zwei Ebenen soll der Theresienhof die Nahversorgung der Füssner sichern und den Einzelhandel stärken. Offiziell eröffnet wird das Einkaufszentrum voraussichtlich am 29. April. Im letzten Jahr gab es in der Region so wenige Verkehrstote wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilt die Polizei heute mit. Demnach starben auf den Straßen zwischen Füssen und Ulm 45 Menschen, drei weniger als noch im Jahr zuvor. Die Zahl der Verletzten sank ebenfalls, auch wenn die Verkehrsunfälle insgesamt zunahmen. Den größten Rückgang bei den Verkehrstoten verzeichnet das Ostallgäu. Hier starben im letzten Jahr 5 Menschen auf der Straße, 2012 waren es noch 16. Die Massenpetition für einen barrierefreien Ausbau des Kaufbeurer Hauptbahnhofes haben bisher etwa 2500 Menschen unterschrieben. Das teilt der Initiator der Aktion, der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler Bernhard Pohl, heute mit. Die Petition soll Druck auf Bahn- und Staatsregierung ausüben, den Kaufbeurer Bahnhof doch noch barrierefrei auszubauen. 10 Tage lang kann man noch unterschreiben. Ziel sind mindestens 3000 Unterschriften. Nach dem tödlichen Bahnunfall am Silvesterabend in Sontheim kämpfen die Bürger dort weiter um Bahnschranken an der Stelle des Unglücks. Die Bahn plant, die Schranken im Rahmen der Elektrifizierung der Bahnstrecke spätestens im Jahr 2017. Eine Unterschriftenaktion will erreichen, dass sie vielleicht schon früher gebaut werden. Etwa 7000 Unterschriften werden deshalb am Sonntag an die beiden Bundestagsabgeordneten Stefan Stracke und Georg Nüßlein übergeben. Sie sollen sie an die Bahn weiterreichen. Wie berichtet, waren am Silvesterabend an dem unbeschrankten Bahnübergang 2 junge Männer bei der Kollision ihres Autos mit einem Zug ums Leben gekommen. Anfang März soll mit dem Abriss des Buchloer Bahnhofs begonnen werden. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Der Stadtrat hat den Auftrag dazu an ein Unternehmen aus Kloster Lechfeld vergeben. Das will die Abbrucharbeiten für die Hälfte des Preises durchführen, den die Stadt ursprünglich veranschlagt hatte. Im April soll dann mit dem Neubau des Bahnhofs begonnen werden. Die Allgäuer Unternehmen exportieren so viel wie schon lange nicht mehr. Wie die Industrie- und Handelskammer mitteilt, liegt die Zahl der ausgestellten Exportdokumente, vor allem im Bereich Kempten-Oberallgäu, über der des Vorjahres. Demnach wurden dort letztes Jahr 9.800 solcher Dokumente ausgestellt. 2012 waren es nur 8.500. Für ganz Schwaben lag der Wert 2013 unverändert bei 63.000 Dokumenten. Die deutschen Langlaufmeisterschaften werden nächste Woche nicht wie geplant in Isny stattfinden. Weil dort nicht genügend Schnee zu beschaffen ist, werden die Wettkämpfe ins Vorarlberger Sulzberg verlegt. Der WSV Isny bleibt aber ausrichtender Verein. Deshalb wird auch das Rahmenprogramm, wie zum Beispiel Mannschaftsempfänge oder Siegerehrungen, in der Allgäuer Stadt stattfinden. Zu den deutschen Meisterschaften wird ein hochkarätiges Starterfeld erwartet. Unter anderem die Allgäuerinnen Lucia Angerer, Nicole Fessel und Hanna Kolb. Das war Kompakt am Freitag. Jedes Jahr zur Faschingszeit finden im Allgäu die Hörnerschlitten, auch bekannt als Schalenke-Rennen, statt. Aber wie werden diese Schlitten eigentlich hergestellt? Wir haben Florian Dopfer aus Hopferau dabei zugeschaut. Dieses Holzstück soll einmal Teil eines Schlittens werden, genauer gesagt eine Kufe. Davon ist allerdings noch nichts zu sehen. Erster Schritt: Das große Holzstück wird in mehrere Stücke zersägt. Die langen Holzlatten lassen es schon erahnen. Florian, Johannes und Dominik bauen keine normalen Schlitten, sondern einen Schalenke. Früher die Alte, die haben halt auf den Bergen auf müssen und dann irgendwie ihr Zeug reinbringen.
Das war halt Holz und Heu. Und das haben sie dann auf die Schalenker geladen und sind dann mit denen runter ins Tal. War auch relativ riskant, sage ich einmal. Ja, man war immer froh, wenn man das Holz und alles sicher ins Tal gebracht hat. Die Latten sind zwar zugeschnitten, doch so kann man sie noch nicht zu einer Kufe verarbeiten. Als erstes brauchen sie die richtige Dicke. Außerdem müssen die Holzlatten gerade sein, damit sie später genau aufeinander passen. Für diese Arbeitsschritte führen Florian und Dominik die Latten durch verschiedene Maschinen. Vor 10 Jahren habe ich mir halt mal gedacht, das wäre mal selber schwer, einen Schlitten zu bauen. Naja, das hat sich jetzt bis jetzt hingezogen. Aber jetzt hat mich mal der Ehrgeiz gepackt. Florian ist Schreinermeister und arbeitet in der Familienschreinerei. Das nötige Wissen und das handwerkliche Geschick hat er also. Nach Feierabend bleibt er oft noch lange in der Werkstatt und bastelt am Hörnerschlitten. Dominik und Johannes greifen ihm dabei unter die Arme. Auch wenn er einige Arbeitsschritte alleine machen kann, mit mehreren helfenden Händen geht es einfach schneller. In erster Linie habe ich den Schlitten mal gebaut, als Sportgerät für mich jetzt auch so, weil ich auch gerne mal am Bergen auflaufe. Und das halt dann mit einem Freund oder so. Und dann mal runterfahren. Beim Rennen mitgefahren bin ich jetzt noch nie. Aber wenn der Schlitten gut läuft, dann kann das sein, dass ich mitfahre. Und für den Fall, dass Florian mitfährt, braucht der Schlitten gute Kufen. Das ist nun der nächste Schritt. Die einzelnen Holzlatten sollen zu einer robusten Kufe verleimt werden. Also zuerst hat man halt die ganzen Latten vorbereitet. Hat sie halt in die Reihe gelegt, dass man sich dann leichter tut beim Leimauftrag. Hat die Schablone sich gut zurechtgelegt, dass es dann alles ein bisschen zügig vonstatten geht. Weil der Leim, wenn der anzieht, hält die Leimfuge nicht mehr und dann war die ganze Arbeit umsonst. Ja, auf jeden Fall wird halt dann der Leim auftragen. Wenn der Leim drauf ist, werden die Latten zusammengelegt und dann in die Schablone rein und dann eben mit Zwingen zusammengespannt mit der Positivform und der Negativform, dass er dann seine letztendliche Form kriegt. Ein bisschen Erfahrung im Schalenkebauen hat Florian sogar schon, denn das ist bereits der zweite Schlitten. Sein erstes Exemplar ist schon fast fertig. Es fehlen nur noch die Feinarbeiten, wie zum Beispiel das Lackieren. Das übernimmt sein Vater für ihn. Fertig lackiert ist der Schlitten dann bereit für die Piste. Florians Schalenke erfüllt sogar die geforderten Kriterien für das Rennen in Fronten. Ja, also jetzt hat gerade beim Kappeler Schalenkerrennen steht drin, dass er auf jeden Fall keine Lenkhilfen hauen darf. Sprich halt so Bremshaken. Ja, der wird die Kriterien erfüllen fürs Kappeler Schalenkerrennen. Es gibt noch andere Hörnerschlittenrennen, heißen die dann. Und die haben da wesentlich strengeres Reglement. Also da wird er nicht durchkommen. Und so sieht ein Schalenke im Einsatz aus. Am 1. März, also am Faschingssamstag, findet heuer das Schalenkerennen in Fronten statt, wenn's mit dem Schnee passt. Und vielleicht sehen wir auch Florian auf seinem Hörnerschlitten die Strecke hinunterrasen. Morgen hätte das Schalenkerennen in Wertach stattfinden sollen. Die Witterung lässt es aber leider nicht zu, dass das Rennen durchgeführt werden kann. Wie das Wetter wird, erfahren Sie jetzt. Im Bergbahn- und Skiarena Steilwies, das Familienskigebiet, aufgewärmt auf die Piste mit der ersten beheizten 6er-Sesselbahn. Den Hintern abfrieren können Sie sich woanders. Die Nacht zum Samstag bringt in weiten Teilen des Allgäus Schneeschauer, am Bodensee regnet es. Die Tiefstwerte liegen bei plus 1 bis minus 3 Grad. Auch am Vormittag schneit es vielerorts noch, zwischen den Wolken schaut hin und wieder die Sonne hervor. Zum Nachmittag wird es immer sonniger, vor allem in tieferen Lagen. Es bleibt kühl bei 5 bis 7 Grad. Auch am Sonntag liegen die Höchstwerte bei 7 Grad. Sobald sich Wolken und Hochnebel aufgelöst haben, wird der Tag sonnig. Der Montagmorgen beginnt frostig, später scheint häufig die Sonne. Die Temperaturen steigen leicht. Am Dienstag herrscht Föhn, es ziehen vermehrt Wolken auf. Auch wenn die Nachricht einer positiv getesteten Dopingprobe im deutschen Olympiateam heute natürlich alle Nachrichten dominierte und viele geschockt hat, Sport wurde in Sotschi natürlich auch getrieben. Und da hätte heute die Stunde der Tina Geiger aus Oberstdorf schlagen können, wie gesagt hätte. Denn die 24-Jährige schied bereits nach dem ersten Lauf aus. Nicht nur, dass Geiger in der Zeit weit zurücklag, kurz vor dem Ziel fuhr sie auch noch an einem Tor vorbei. Schade. Deutlich besser lief's, wie berichtet gestern, für das Team der nordischen Kombinierer. Da gewannen sie Silber und unser Olympiareporter, der Sportchef der Allgäuer Zeitung, Thomas Weiß, hat den Allgäuer aus dem Team gestern Abend noch sprechen können.
Ja, Johannes Rützig ist bei uns. Er kommt gerade aus Sotschi von der Medaillenvergabe. Johannes, erzähl erst mal, wie war die Vergabe unten in Sotschi? War es ein riesen aufregender Moment für dich? Ja, auf jeden Fall war es sehr emotional. Es war richtig viel los auf dem Medals Plaza und einfach so die Atmosphäre bei so einer Siegerehrung ist genial. Das sind Momente, die ein Sportler sein Leben lang mitnehmen kann, von denen erzählen kann in den vielen harten Trainingsstunden. Und ja, einfach sehr emotional und sehr, sehr schön. Zeig sie doch mal ganz kurz deine Silbermedaille. Du hast in Vancouver schon mal Bronze gewonnen. Nochmal eine Steigerung hier. Und wenn man bedenkt, du hättest ja eigentlich im Einzel auch noch die große Chance gehabt auf eine Medaille, trauert man dieser Chance heute noch ein bisschen nach? Ja, natürlich, im Hinterkopf ist das natürlich irgendwo drin, aber ich versuche das einfach so schnell wie möglich abzulegen. Es war eine sehr große Chance, wer weiß, ob die wiederkommt, aber ich sage immer, ich kann jetzt diesen Rucksack von dieser Last, sage ich, immer auflassen, dass ich mich das emotional verfolgt und ich lege diesen Rucksack ab, weil es bringt mir nichts, da einer Chance nachzutrauern, weil ja, es ändert an der Situation nichts und deswegen schaue ich jetzt einfach nach vorne und mit der Silbermedaille heute ist doch vieles wieder gerade gerückt. Kannst du das Rennen heute für dich von dir nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, bitte? Ja, also ja, es war, denke ich, eine sehr gute Ausgangsposition, wo der Björn mich übergeben hat, hinter dem starken Norweger direkt hinten dran. Und da habe ich versucht, dran zu bleiben. Die ersten anderthalb Runden waren nicht ganz so schnell, aber ich wusste, dass irgendwann der Antritt kommt. Und der kam dann am letzten Berg, war es wirklich sehr, sehr knackig von dem Norweger. Ich konnte da super mitgehen und ja, bin da sehr zufrieden, konnte am Fabi eine super Ausgangsposition geben. Viele sagen ja jetzt, dass ihr eventuell heute auch Gold verloren habt. Für dich ist es sicher der Gewinn der Silbermedaille, oder? Ja, auf jeden Fall. Also bei so großen Ereignissen eine Medaille zu gewinnen, ist immer eine Leistung. Der Fabian war sehr nah dran, aber es hat einfach nicht sollen sein. Und er hat einen super Job gemacht und einfach Hut ab vor der Verantwortung. Was wird heute noch passieren? Werdet ihr es noch ordentlich krachen lassen? Das war ja heute der letzte Wettbewerb. Ihr habt zwei anstrengende Wochen hinter euch. Heute kann man mal richtig die Sau rauslassen, oder? Ja, heute werden wir, denke ich, sicher ein bisschen feiern. Das haben wir uns, denke ich, nach den harten Saisons verdient. Natürlich im Hinterkopf, dass die Saison noch nicht vorbei ist. Es stehen noch drei strenge Wochen in Skandinavien an, die einfach auch nochmal schön sind und auch nochmal wirklich spannende Wettkämpfe versprechen. Aber trotzdem ist heute mal ein Tag, wo für uns ist und den werden wir uns auch geben. Letzte Frage noch, Johannes. Gibt es eine Botschaft, die du fürs Allgäu hast, die du vielleicht für deinen früheren Trainer Andi Bauer auch parat hast? Der hat ja Gold als Trainer geholt mit der Carina Vogt. Euch verbindet relativ viel. Du hast sicher ein paar Worte, die du ins Allgäu schicken wirst. Ja, natürlich einfach an die ganze Familie daheim, an meine Freunde. Einfach viele Grüße, die mich da unterstützt haben. Natürlich auch um Andi, der mir natürlich das Meisterstück da gleich bei den ersten Spielen die Goldmedaille absahnen kann. Genial und ja, vielleicht in vier Jahren schauen wir dann beide mit so einem goldenen Ding. Wunderbar, Johannes. Ich sage vielen herzlichen Dank und lass noch feiern oder feiert noch schön hier. Vielen Dank. Danke an Thomas Weiß und Glückwunsch an Johannes Rützek zur Silbermedaille. Mehrere Berichte von Thomas Weiß und seinen Kollegen aus Sotschi lesen Sie morgen in der Allgäuer Zeitung. Johannes Rützek und die anderen Oberstdorfer Olympioniken werden übrigens am Dienstagabend in Deutschland zurückerwartet und von ihrer Heimatgemeinde feierlich empfangen. Wir sind mit einem Kamerateam dabei, um die Bilder einzufangen. Bei der Probe für Faust waren wir schon. Die Bilder haben wir gleich für Sie. Ihr neuer Arnold-Jahreskatalog bietet über 700 Reiseideen. Gerne senden wir Ihnen Ihr ganz persönliches Exemplar. Rufen Sie uns an. Arnold Reisen in Dietmannsried. Telefon 08374 58 300. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Feneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Service-Centern. Sportschindele in Ronsberg. Ihr Spezialist für Ski, Bike und Outdoor im Allgäu. Jetzt noch mehr Auswahl auf über 2800 Quadratmetern. Sportschindele, mit die größte Auswahl im Allgäu.
40 Jahre Porters, das ist ein Grund zum Feiern. Sie suchen die perfekte Lösung für ihre Türen, Treppe, Küche oder Decke. Ob Renovierung oder neu, die Schreinerei Stefan Wägele in Probstried erfüllt ihre Wohnwünsche. Erleben Sie die ganze Renovierungswelt von Porters. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Faust von Goethe gehört mit Sicherheit zu den bekanntesten und wichtigsten Werken in der deutschen Literatur. Und es ist die Quelle für viele Redewendungen. Des Pudels Kern und die Gretchenfrage sind nur zwei von ihnen. Die Handlung in der Kurzfassung: Der gelehrte Faust wird von Mephisto verführt und verführt später seinerseits eine junge Frau, Gretchen. Faust stürzt damit sich, Gretchen sowie deren Familie ins Unglück. Die Tragödie nimmt ihren Lauf. Keine leichte Aufgabe, das Stück auf die Bühne zu bringen, speziell für Laiendarsteller. Das Theater in Kaufbeuren hat nun genau das in Angriff genommen und steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen. Auf dem Probenplan standen jetzt unter anderem Szenen aus der Walpurgisnacht und dem Osterspaziergang. Probentermin des Theater Kaufbeuren in der Marienschule. Bis zur Premiere von Faust am 29. März sind es noch ein paar Wochen. Der Probenplan sieht vor, dass an diesem Tag die Szenen geübt werden, bei denen viele Schauspieler zugleich auf der Bühne stehen. Eine dieser Szenen ist der Osterspaziergang. Die Reaktion einiger Schauspieler, als Faust zum ersten Mal vorgeschlagen wurde, war, sagen wir, gebremst euphorisch. Das machen wir nicht. Na. Nee, aber wir haben uns das angehört, wir haben uns das vom Regisseur uns das sagen lassen, wie er sich das vorstellt. Er hat uns das sehr farbig geschildert und dann war es ja nicht klar, dass wir es anpacken. Und zuerst haben wir gedacht, oh Gott, der arme Goethe, wird er sich drehen im Grab? Aber ich glaube, er dreht sich nicht und es macht einfach wahnsinnig Spaß, das anzupacken. Eine weitere Szene zeigt einen Gottesdienst in verzerrter Form. Gretchen ist an dieser Stelle praktisch schon eine gebrochene Frau. Das war jetzt eher eine Art Albtraum, den Gretchen hier erlebt. Gretchen hat am Ende ja ihr Kind umgebracht, ist schuld daran, dass ihre Mutter gestorben ist an einer Überdosis Schlaftrunk, ist schuld daran, dass ihr Bruder zu Tode gekommen ist in einem Kampf und ist demzufolge jetzt im Kerker, wartet dort auf ihre Hinrichtung. Und das, was wir gesehen haben, waren jetzt die Bilder, die sich vor ihrem inneren Auge abgespielt haben, die bösen Stimmen, die zu ihr gesprochen haben. Die große tragische Figur in dem Stück ist Gretchen, eine Rolle, vor der ihre Schauspielerin gerade zu Beginn des Projekts großen Respekt hatte. Man wächst mit der Zeit. Also ich hatte am Anfang richtig Probleme, sich in so einen, erst dieser Mädchentyp, dann wird sie ja doch erwachsen und reif und dann so dieses Wahnsinnige am Ende. Aber da rutscht man immer mehr rein. Das kommt einfach mit der Zeit, wächst man in so eine Rolle rein. Also mir geht das so. Eine der wildesten Szenen im Stück ist die Walpurgisnacht. Faust und Mephisto im Gespräch, während die Hexen wild feiern. Auf den Schauspieler des Mephisto wartet der schwierige Balanceakt zwischen charmant und böse. Eine interessante und wohl auch moderne Figur. Also er ist eigentlich ein unsympathischer Mensch, ein Menschenhasser, der aber spielt, der mit den Menschen spielt und auch oft eine Sympathie vorspielt, die ganz schnell kippen kann. Was ich entdeckt habe, ist, dass es Goethe einem gar nicht leicht macht, dieses Stück umzusetzen. Dadurch, dass es, obwohl es über 200 Jahre alt ist, so modern ist vom Szenenaufbau, dass das wirklich jetzt gerade im zweiten Teil ineinander übergeht, die Szenen. Das sind Zeitsprünge dazwischen, das ist ja wirklich schon modernes Erzählen eigentlich, fast schon filmisches Erzählen. Und das natürlich dann praktisch auf der Bühne umzusetzen, das kann man erst entdecken, wenn man wirklich praktisch auch daran arbeitet. Noch sitzt nicht alles perfekt bei Faust, muss es aber auch nicht. Knapp 6 Wochen Zeit hat das Ensemble noch, bis sich der Vorhang tatsächlich öffnet. Bis dahin wird aber wohl noch kräftig an den ein oder anderen Details geschliffen und der Text noch abschließend gelernt werden müssen. Das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Am Wochenende gibt's wieder den Wochenrückblick, Treffpunkt Freizeit und Treffpunkt Gesundheit. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten. Schönes Wochenende, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.